Noch kein Zielwasser getrunken heute Morgen. Das gefällt mir noch nicht. Noch zu viel Luft an der Seite vorbei. So, jetzt schnappe ich mir mal eben unseren zornigen Fünfer. Und da werde ich jetzt das Gebläse aufladen, hinstellen, anklemmen und dann pusten wir noch mal ordentlich kalte Luft durch. Das ist eigentlich ein Liebhaberstück, der ist zuverlässig, da ist noch nicht so viel Technik dran. Der hat diesen ganzen Wahnsinn noch nicht mit der ganzen Abgasregulierung. Und darum fahren wir den alle gerne. Den stellt man an, da muss man nicht warten, bis der Computer hochgefahren ist. Da gibt es nämlich gar keinen großen Computer, der da irgendwie hochfahren müsste. Und dann düsen wir los. Schnappen wir uns das Ding wieder und klack die Klack. Es ist sicher. Und das hält. Jetzt heißt es vorsichtig fahren. Zum Rübertragen ist es zu schwer. Die Mitarbeiter fahren immer mit offener Frontscheibe. Vielleicht bin ich zu alt und abgestumpft dafür. Ich mag es auch gern leise und gemütlich. So, jetzt muss man ein bisschen langsam fahren, weil sonst haben wir nämlich gleich die Frage beantwortet, wann das letzte Mal was richtig kaputt war, was teuer war. Jetzt. Das ist ein lustiges 500er KG-Rohr. Das führt unterm Silo entlang. Der Silo ist bis hierhin voll mit Beton. Und da sind Lüftungskanäle drin. Und hier puste ich einfach nur Luft rein und dann geht es durch die Lüftungskanäle einmal durch den ganzen Haufen bis nach oben und oben sind Abzugsluken und da kann die Luft wieder raus. Das wäre viel besser, wenn ich einfach hier vor jedem Silo so ein Gebläse stehen hätte und noch eins für die Halle, aber das wäre mir auch zu teuer. Und je mehr Scheiß man hat, desto mehr Scheiß geht auch kaputt. Na, komm her, mein Schatz. Das würde wahrscheinlich jetzt auch in diesem Fall mal ohne gehen. Das ist im Prinzip ein bisschen Sicherheit, die ich mir... Wo hakt denn jetzt? Die ich mir hier rankaufe. Das Problem ist, das Ding nimmt ja auch Strom. Das muss man sich dann auch überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel kW das hat. 7,5. 2,5 € pro Stunde fliegen jetzt so von meinem Konto auf das von meinem Stromanbieter. Hier haben wir jetzt noch 250, 300 Tonnen Gerste drin. Da stellt sich die Frage nicht nach, sagen wir mal, 20 € zusätzlich zum Belüften. Was ist hier am kleinen Computer? Da, 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 da. Lüftung. Dann mal gucken, ob es da draußen anfängt zu rauschen. Ich glaube, ich habe es draußen nicht eingeschaltet. Jemand hört nichts. Wer Tasten drücken kann, ist klar ein Vorteil. So fühlt sich's besser an. Das ist meine Art und Weise, Getreide zu belüften. Wenn ihr andere Ideen und Vorschläge habt, dann immer raus damit. Ich bin der
tatsächlich muss ich jetzt mal eben ganz kurz um Harvest und den Deckel aufmachen, fällt mir gerade ein. Manche Dinge ergeben sich so aus dem Ablauf. Und dieser, ach ja, da war ja noch was, Effekt, den gibt's öfter am Tag. So, das war's erstmal eben mit dem Getreidegebläse umstellen. Ich bringe den Fünfer jetzt mal eben wieder in seine Ruhestätte. Da kann er wieder in Ruhe Pause machen. Wenn es euch gefallen hat, euch sowas anzugucken, dann abonniert den Kanal oder schaut noch mal in die Mediathek rein. So wie sonst auch. Bis dann.